Ja, wir sind gleich oben draußen. Gerade ein paar Meter an dem Schiffswrack vorbei. Böses Schiffswrack, da bin ich auch schon gestorben. Da wollte ich noch nie hin, wirklich. Find's auch nichts außer Schuhe und T-Shirts. Viel zu viel Elend dort gesehen. An dem Schiffswrack sind wir auch schon hart rumgebackt. Einst einmal. Das waren noch Zeiten. Kann man kurz eine gucken, ob Balas eigentlich noch da ist? Wo gucken? Warte, ich guck. Im Dress. So, wir sind gleich in Berenzino. Ah, okay. Wo seid ihr gleich? Berenzino. Gibt's da nicht eigentlich auch was Militärmäßiges? Ja, da gibt's ein paar Gebäude, wo es Sachen gibt. Hm. Aber ob es direkt Militärgebäude sind, okay. Okay. Also es gibt ja so auch immer kleinere versteckte Lager. Ja. Sollen wir erstmal schnurstracks Richtung zu dir, oder? Also ich laufe jetzt auch eigentlich nur schnurstracks zu dir, zu euch. Warte mal. Weiß ich nicht, ob sich das noch lohnt. Ich bin jetzt gleich in Lizio. 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 Ja, okay. Dann würde ich sagen, Bahnschienen wäre sein, oder? Also, ja, von mir aus. Aber wenn es in Berenzino so ein bisschen Loot gibt, dann kann ich da jetzt auch eben hingelaufen kommen. Ja, es ist eh direkt an den Bahnschienen das eine Haus, was ich kenne, wo eigentlich immer eine Waffe drin ist. Okay. Kann die noch. Wie gesagt, ich habe auch noch eine für dich in den Händen. Wollen wir, ja stimmt, wollen wir danach mal Richtung Starry Sobior, ich kann es gar nicht richtig lesen, dass wir mal so ein bisschen ins Landesinnere wiederkommen. Starry Sobior, ja, ich weiß, was du meinst, ja. Stay sober, nee, das bleibt nüchtern. Ja, dann treffen wir uns da in Berenzino, grasen kurz ab die wichtigsten Häuser und dann... Und dann... Oder? Gehen wir mal Richtung Inland. Ich war schon lange nicht mehr im Inland. Wir können uns jetzt einmal auch so Richtung Rishino, Richtung großes Airfield aufmachen. Ja, klar. Muss aber dazu sagen, ich kann auch nicht mehr so lange. Wie lange kannst du denn noch? Boah, weiß ich nicht. Halbes Stündchen mit Sicherheit. Aber. Okay. Gut, so, ich laufe weiter. Und du? Danach müsst ihr sowieso erstmal eine Zeit lang auf mich verzichten. Ja gut, dann können wir auch weiterlaufen, prinzipiell. Eben. So, wo hier. Bist du? Hier vor dir, hier hinten. Nö. Komm du nochmal zu mir, okay. Das war ich jetzt. Hier. Ja, ich seh's trotzdem. Lauf doch mal raus. Ach da, oh Mann, ey. Verdammt. Ego-Shooter gewöhnt. Ich drücke mal R für Reload. Ich habe auch natürlich die leisere Waffe in den Händen. Aber ich habe dich gerade nicht gehört, nur den Einschlag der Kugel. Echt? Mein? Ja. Hm. Respekt. Da kommt drauf an, wo du hinguckst oder deinen Kopf hast oder so. Ja, aber dass du es denn leise hörst, okay. Aber dass du es gar nicht mehr hörst, nur weil du den Kopf weggedreht hast, Oh, du rennst auf einmal, ich bin ja gar nicht gewohnt von dir. Gelbe Kettchen. Das heißen. Okay, ich habe keine. Ja, aber du bist durchtrennt, also noch nicht zusammen. Oder das hat durchtrennt das? Meistens so an sich. Vorne hatte ich eine, die zusammen war. Du meinst mal, das ist schlecht. Das ist meistens schlecht, ja. Wenn die durchtrennt ist, ist nicht so schlecht. Nö. Also ich habe gar keine Kette. Jetzt ist er weg. Ja, siehst du. Wenn das wieder einer rausgekommen ist oder reingekommen. So, wir sind jetzt am... Bin am Apfelfeld. Klatschen einfach mal weiter durch in der Hoffnung, dass am Apfelfeld, dann siehst du ja auch schon dass die Bauruine. Wo der Apfelfeld. Sehe ich die Bauruine? Normal ja. Müsste wenn dann da oben sein. Oder der Kran, der ist an einer Ecke höher. Da sind gerade viele Bäume vor. Apfelbäume? Nee, die sind nicht so groß. Weißt du, der Apfel fällt immer nicht so weit vom Stamm. Ich dachte vom Pferd. Jo, ich sehe die Ruine. Du
Seid ihr da schon dran vorbei oder noch nicht? An der Ruine? Nein, wir sind doch gerade oben in die Stadt rein. Ja, weil Flo schon von der Bauruine sprach, deswegen. Ja, weil ich da schon oft genug war, dass ich weiß, dass sie da ist. Ja, okay. Ich sehe die zwei Plattenbauten, die du oben von der Ruine aus siehst. Ah, okay. Wenn du gerade auslaufen würdest, wärst du vielleicht auch so schnell wie ich. Ja, und dieses Hin und Her, ja. Ich laufe gerne etwas langsamer, da habe ich mehr vom Weg. Ah, du genießt die Landschaft, sagst du auch gleich. Genau. Alter, uns schon nach Zombies. Jetzt ein bisschen Lust auf Schießerei, ganz ehrlich. Jetzt haben wir ja ein paar Stadt. Ich hab eine Idee, ich schieß dir in den Fuß, dann bist du auch nicht mehr so schnell. Ich klappe die Bauruine mal eben ab, ne? Mach mal das. Hast du eine große Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Rucksack drin ist. Ja, deswegen. Tankstelle, wollen wir da mal fix rein? Was tun? Zapfsäulen kaputt schießen und die explodieren ja auch. Oh ja. Rosa Käppi und Schrotmunition. Jetzt ist Schrotmunition. So. Warte. Hast du den mitgenommen oder was? Jo, sind auch nur zwei Schuss, weil es ein Snip wurde. Ach ne, sind sieben Schuss sogar, aber richtige Munition. Liegt hier im Gebäude. Komm her, komm rein. Komm sie rein, komm sie ran. Kommst rein, komm sie raus gucken. Schützen wie nebenan. Ja, nach rein machst du das. Oh, guck mal, eine Munitionskiste. Ja, das ist meine. mehr kann ich nicht mitnehmen. Ich bin erstaunlich wenig hungrig. Ich wundere mich darüber ein bisschen. Steck mal die. Ne, den Einschuss stecke ich nicht ein. Das ist mir zu doof. Einschuss kann über Leben und Tod entscheiden, wenn man es benutzt kann. Hast du deine Schrot wenigstens geladen vielleicht? Hat wer wen geladen? Du, deine Schrotblinde. Die ist geladen, ja, aber wenn ich die jetzt anlege, dann fällt mir die SKS runter. Stimmt, dann fällt er wieder alles aus den Händen. Kommt davon, wenn man tollpatschig ist. Alter, wie viel normale Munition ich hier bitte finde, also für die Handfeuerwaffe? Ich mache einfach sowas wie die eine Anime-Figur aus hier, mein Anime. Links ein Gewehr in der Hand, rechts ein Gewehr in der Hand und noch eins im Mund. Moment, die Anime-Figur aus dem Anime? Soll ja keinen Namen nennen. Creepy. Aber das wäre schon ein bisschen lustig, wenn die hier beim Nachladen, wenn du da irgendwie total in der Panik stehst, die Waffe aus der Hand fällt. Ja, Hilfe! Zock. Hast du einen gesehen, Bro? Ich kann keine Waffen zücken gerade. Ey, hast du sogar erschossen. Mit einem Schuss anstatt sonst mit was weiß ich wie vielen. Ja, ich kann keine Waffen ziehen. Jetzt habe ich eine rote Kette. Ich auch, aber eine unterbrochene. Kann ja, da ist noch einer. Waffen ziehen und Zombies adden bei mir gerade nicht. Das heißt, ich bin eigentlich gar nicht hier. Da hinten ist ein Haus mit einem Balkon. Wollen wir da eben reingucken oder erst Yugi abholen? Was? Das ist mir Lattoflex. Warum erst Yugi abholen, oder? Nein, wir wollen ja eh Richtung Landeinwärts, von daher. Guck mal rein. Ey, ich hab den Keller getroffen. Ficker. Vorsicht, da kommt einer. So. Und er trifft auch noch. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt hab ich zwar die rote Kette, aber ich kann wieder Waffen ziehen. Irgendwie nehme ich. Der Schaden hat er nicht abgekommen, die böse sein. Blutig? Nein, alles klar. Das bin ich. Ja, da ist noch irgendwo einer. Der läuft durch die Trafostation, ne? So, hier. Nicht weglaufen. Er ist bei dir irgendwo. Leise und unauffällig. Der hat mich ganz schön noch getroffen, aber irgendwie... Faktor. Tut ich nicht. Ich warum auch immer. Halt im Ohr, ey. Ja, also irgendwie, man blutet halt sehr viel weniger. Nur mal eben Deckung. So, ich will meine Wunden säubern, falls ich welche haben sollte. Hm. Aber ich heile mich gerade automatisch. Das ist schön. Kling. Verdammt, verdammt. Wieder irgendwo noch durch den Katsch. Katsch. So, kein Loch im Zaun, ne? Ne, aber eine Tür. Das ist ja fast besser.
Hier war auch noch keiner, definitiv. Zombies kennen sowas wie Schussgeräusche alle nicht, die sind alle neugierig. Bei den Dead? Aber was, kommt mit. Kommt mal, Freunde, wir gucken mal. Hey, da wurde einer von mal. Eine Double Rifle, die nehme ich jetzt aber nicht auch noch mit. Orange gehört jetzt hier, ne? Ist okay. Nimm das Bier. Ne, kann ich auch nicht. Trink du mal ein Bier für mich. Kannst du so trinken, musst du gar nicht einstecken. Ne, aber ich habe ja in den Händen schon was. Ach so. Ah, stimmt, du bist ja gehandicapt, ey. Oh, hier liegt leider bloß ein kleiner Rucksack. Schade. Hier oben steht nur eine Nicht-Cola. Nicht-Cola? Eine Nicht-Cola? Not a Cola? Mhm. Ach, okay. Always not a Cola? Nuka-Cola, nee, not a Cola. Nuka-Cola, wo war das nochmal? Fallout. Es gibt auch noch die Gnome-Cola. Always Gnome Cola. Always Gnome Cola. Scheiße. Wir sind keine Nerds, ey. Nein, nie. So, die Ruine war irgendwie jetzt dieses Mal nicht so geil. Die war letztes Mal cooler. Eben gucken. Sehe ich den scheiß Baustellenkran schon? Lädst du gerade deine Waffe nach? Yep. Ja. Zombie! Mano. Aha. Willst nicht, dass ich schieße, wa? Du bist vielleicht schneller, aber ich bin lauter. Nein, da hat er recht. Ey. So, ich komme jetzt in die Stadt. Okay, also ich habe den Zombie definitiv da getroffen, wo das nicht angenehm ist. Ups. Und das jetzt gibt's keine Zombie-Babys mehr, weh. Mal eben an dem Brunnen. So, meine. Ich sehe auch Juvis momentanen Aufenthaltsort. Ich bin in der Stadt. Dann sehe ich ihn nicht. Aber ihr seid ja auch gerade in der Stadt, also von dem her. Ich kann ja weiter rumballern, wenn du mich hörst. Ne? Überhaupt und alle? Genau, das Schulding da, ne? Genau, das meinst du auch, oder was? Weil diese Vogelscheuchen, ätzend. Vogelfeuchen. Mist. Sackgasse. Hey, da ist eine Hexer. Ich hab eine Säge gefunden. Ich hab einen Hexer verstanden. Lass mich raten, du gehst die Leiter hoch? Ja, bin ich auch schon. Hat noch nie. Bei mir standst du noch vor der Leiter. Und hier oben liegt eine M4 drin. Echt jetzt? Yep. Oh, wo seid ihr? Hier unten an der Bahngleise. Ah, hallo. Da seid ihr ja. Guck. Ich hab halt hyperventiliert gerade. Ganz oben, Alter. Sagst du? So, schieß einfach mal aus der Fleck. Ich bin gerade da in den Raum rein, ne? Hast du gesehen? Das ist echt so ein... Awesome, ein M4. Hast du noch Muni dafür über? Logo. Das heißt, ich kann die SKS in die Tonne treten, ja? Ja, prinzipiell. Ich meine, das ist natürlich schon mal nochmal ein Stück cooler. Also ja, keiner von euch eine Sniper, oder? Ich hab doch die Mosi noch. Achso, stimmt. Juri, komm mal hier raus. Dach, oder bist du Dach empfindlich momentan? Ich weiß nicht. Nö, passt schon. Ich weiß nicht so genau, ob das vorhin selbst schuld war. Ich bin so Kleinschrift nach vorne gegangen und dann zurückgefallen, aber egal. Ich machte eben das Magazin noch voll, damit er 60 Schuss hat. Ja. Das ist doch cool. Ja, nicht hier. Wieso zur Hölle kriege ich das Scope nicht wieder abgebaut? Weiß ich nicht.
Ich habe noch ein Carry Handle Optics und ein Handbar für dich, wenn du die drauf willst. Ja, her damit. Kann man das normale PU-Scope denn auf so ein MP draufsetzen? Nein. Also kann ich das wirklich ruhig auf dem Ding hier drauf lassen, ja? Carry Handle Optics ist auch eine normale, die ist halt nur pristine. Ich denke mal, deine müsste bestimmt beschädigt sein. Welche, die am SKS? Die andere MP. Ja. Ja, dann nimm dir die zwei. Nee, wobei, stimmt gar nicht. Das Teil ist tatsächlich das einzige, was pristine ist. Welches? Guck mal eben, das Carry Handle Ding. Okay, dann habe ich das wieder ein. Wenn das gehen würde. Genau, und das andere ist. Was will, deine Schrotflinte, willst du die noch haben? Also absägen oder so? Dann passt es in den Rucksack. Ich habe keine Schrotflinte mehr. Ja. Du musst dich ja liegen lassen.